Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Fae Farm. Alle Blümchen werden direkt gegossen. Ich mag Regenwetter. Das nimmt mir so viel Arbeit ab. Ich würde die weißen einmal pflücken und aufheben. Ich habe ja gelernt, wir brauchen an die 50 pro Farbe und Muster. Es war so eine schöne Zeit, als wir einfach die ganzen Blümchen hier verkaufen konnten. Achso, ich habe mein Inventar auch noch gar nicht geleert, natürlich. Das mache ich mal fix. Das. So. Den Trank lasse ich drin, denn ich habe ja immer noch die Aufgabe, hier die Versandverträge zu erfüllen. 10 Goldbarren brauchen wir. Und so viel habe ich jetzt nicht produziert. Sind wir ehrlich. Ich hoffe, die Birne wird bald reif. Naja, mal gucken. Ich bin geduldig. Ich bin geduldig. Wir haben hier einmal altes Bauholz hergestellt für die Möbel im Haus. Muss ich mal nachschauen. Bin ich ehrlich, weiß ich gerade nicht, ob... Oh Gott, ob hier noch Platz ist für noch mehr Zeug. Okay, Waschbecken kommt nach oben. Da ist eigentlich auch kein Platz mehr, aber ist schon okay. Würde ich gerne... Ich würde es gerne so hinstellen, dass man diesen Drachen auch gut sehen kann. Ja, ist doch in Ordnung. Ist das denn ein Drache? Vielleicht ist das gar kein Drache. Das ist, glaube ich, eine Blume. Für mich sieht es aus wie so ein kleiner Drache, der so das Waschbecken mit seinen Flügeln umarmt. Fantasie nennt man das. Einfach Fantasie. So, das normale Sofa habe ich ja auch noch nicht. Das würde ich lieber nach unten räumen. Auch wenn ich nicht wüsste, wohin, aber ich bin der Meinung, hier gehört das besser hin. So. Okay. Was können wir noch gebrauchen? Was fehlt noch so? Ein Kamin und die Badewanne fehlt noch. Ansonsten habe ich hier unten zumindest alles. Das große Bücherregal fehlt. Ich will ehrlich sein, ein großes Bücherregal gehört für mich eigentlich hier unten hin. Aber ich wüsste nicht wo. Dafür müssten wir die Harfe umräumen. Können wir ja meinetwegen auch hier hinsetzen. Ich räume das hier auch einmal weg. Und dann können wir hier mal das große Bücherregal hinsetzen. Nein, nicht den Tisch, sondern diesen Tisch. Okay. Dip, 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 dip. Das haben wir, das haben wir. Das Zauberbuch fehlt noch. Grammophon und so, das haben wir alles. Hier oben haben wir alles. Energie sind wir durch. Magie, wie gesagt, nur noch das fliegende Buch. Und bei HP fehlt noch Kamin und Badewanne. Okay. Und dann wäre es vielleicht noch ganz schlau, wenn wir unser Haus fertig ausbauen und ich die Sachen tatsächlich auch ordentlich hinstellen kann. Denn... Aktuell sieht das mehr aus wie so eine Rümpelkammer. So ein Dachboden, wo jemand einfach alles mal hingestellt hat. So ein bisschen mit System, aber im Großen und Ganzen halt einfach nur mal weg. Naja, mir geht's um die Werte. Ich will doch nur, dass meine Werte besser sind. Und mein Haus soll trotzdem schick sein. Ja, es geht auch ums Haus. Dann einmal die Tierchen abhaken. Und ich bin bereit für die Brandhöhlen. Mehr steht nicht an, oder? Habe ich euch vernachlässigt? Ihr habt keine Milch. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe sie nicht gefüttert. Am letzten Tag offensichtlich. Und dadurch kann ich dich jetzt auch bürsten. Ich kann Wolli bürsten, wenn Wolli Fell hat? Also, Wolle? Gut zu wissen. Ja, okay, dann haben wir jetzt nicht so viel, was produziert wurde. Aber ich klapper noch meine Feentiere ab. Moment, das hier muss weg. Das
Es hat da einfach nichts verloren. Wie viele Bienchen haben wir denn? Wir haben aber auch keine Biene mehr auf Lager. Okay, die nächste Biene, die ich sehe, wird gefangen. Mache ich im Großen und Ganzen ja schon, aber in letzter Zeit doch etwas weniger als sonst. Das fällt auf. So, hier ist gar nichts mehr angebaut und das hier ist soweit alles. Ja, danke, Regen, schon gegossen. Streicheln. Streicheln. Und looten. Komm her. Ich krieg das hin. Hier kommt einmal raus und dann könnte ich mich hier ja noch mal kurz umgucken wegen der Biene. Die fliegen hier gerne rum. So im Allgemeinen eigentlich, da haben wir doch eine. Ich kenne doch meine Bienchen. Aber eine ist ja durchaus auch keine. Das bringt mir nicht so viel. Ich düse noch mal schnell auf die linke Seite. Hey, Jack! Obstsalat? Und ich habe Obstsalat dabei. Ja, ich gebe ihm Obstsalat. Ich weiß, okay, hier ist nochmal Schall. Ihr habt mir ja auch schon geschrieben, dass das vielleicht auch eine ganz normale Reaktion ist von Jack, dass er mich nicht mag, weil ich ja doch in einer ernsten Beziehung bin und so. Und ich ihn mit den Geschenken die ganze Zeit bedränge. Ja, gehe ich mit. Hätte ich jetzt auch nichts, also da würde ich jetzt auch nichts gegen einwenden. Wenn denn parallel nicht so viele andere Singles durchaus was mit mir anfangen wollen. Ich meine, okay, vielleicht hat Jack einfach nur einen Sinn für, ja, Ehre und Nichtbetrug. Und Namashal und Galan und Argyll, es ist einfach egal, ob ich Pyria betrüge mit ihnen oder nicht. Das interessiert sie einfach nicht. Aber Jack möchte vielleicht Pyrian auf die Art nicht das Herz brechen. Das kann natürlich sein, dass das einfach gegen seine Moralvorstellungen geht. Aber ich fände es trotzdem komisch, wenn nur einer von den Singles hier im Spiel damit Probleme hat und alle anderen sagen, ja, ist schon in Ordnung. Weiß ich nicht. Aber dann geht es jetzt auf jeden Fall zu den Brandhöhlen und wir holen uns noch ein bisschen Gold. Wieder ohne den Unsichtbarkeitstrank. Ich kämpfe halt gern. Oh. Oh. Wie ist denn das passiert? Bin ich da so schlecht gesprungen? Muss ja sein, offensichtlich. Dip, 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 dip. Wo gibt's Gold? War das nicht gering, gering? Hier gibt's Mittel. Hier sehr hoch. Dann gehen wir jetzt auf Ebene 17. Es sind so viele Ebenen, wo es viel Gold gibt. Müssen wir uns jetzt hier auch nicht so anstellen. Wir trinken einmal kurz. Wir haben ja manchmal auch schöne Sachen, aber diesmal hatten die Bomben nur Quatsch dabei. Ich habe den mittleren Trank genommen, oder? Naja, okay, es ist jetzt 2:30. Ich habe noch genug Zeit. Weg mit dir. Mittlerer Heiltrank. Daher gibt es nochmal ein Granat. Nehme ich alles sehr gerne mit. Ich weiß nicht. Kohle. Ist Kohle wichtig? Wie viel Kohle habe ich so zu Hause? Nehme es mal mit. Was man hat, hat man. Ja, ein Diamant wenigstens. Moment, ich würde gerne einmal meine Spitzhacke einsetzen. Hahaha. Nett. Nett.
Na klar, muss ich es wieder zweimal schlagen. Aber ist okay. Diamant lasse ich jetzt mal. Orichalkum-Erz habe ich doch auch gebraucht. Da hatte ich auch nicht mehr so viel. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach, ich mag es, wie gut wir jetzt mit der Spitzhacke, wollte ich sagen, mit dem Zauberstab schon kämpfen können. Ich bin ja, glaube ich, bin ich schon durch, was Magie angeht? Ja, bei Magie bin ich schon auf Stufe 20. Genauso wie bei Feldarbeit und Tierchen. Okay. Mit dem Unterschied, dass ich bei Feldarbeit noch lange nicht mit den Jobaufgaben durch bin. Da habe ich ja jetzt gerade den allerersten erst aktiv. Ah, das ist die Ebene, wo es eh nicht so viel gibt zum Holen. Dann gehen wir lieber direkt auf Ebene 19 weiter. Ich gehe mal hier rüber. Achso, nee, da geht's auch nicht weiter. Und das ist... ja, genau, das ist einfach nur der Weg zum Ausgang. Auch wenn die Ebenen alle immer gleich designt sind, gibt es so ein paar, die ich nicht gut erkenne. Oder in denen ich mich zumindest nicht gut zurechtfinde. Wie viel Gold haben wir? Ah, 31, das reicht für 3 Barren. Das ist ja gar nichts. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen was essen. Die gute Fischsuppe. Rohstoffabbau. Komm schon, noch mehr Gold. Yes. Ich nehme meine Spitzhacke. Aber sowas von. Okay, hier ist nur Sackgasse. Ja gut, dann war es das. Dann können wir aber hier jetzt auch zum Ausgang. Ah, gut, dass ich mich dagegen entschieden habe, direkt nach unten zu springen, in die heiße Lava. Und die Brücke genommen habe stattdessen. Autsch. Aua. Warum? Diese Zahnräder, die waren doch mal nicht so gefährlich. Aber in letzter Zeit, schaffe ich es, darüber zu springen? No risk, no fun. Schaffe ich es einfach, alle Gegner zu triggern? Ich mag diesen Windstoß. Kann ich nicht anders sagen. Finde ich einfach super. Bist du auch eine Lebendige? Nee. Nein, wechseln. Ich könnte auch ein bisschen Diamanten polieren und verkaufen einfach. Aber ich sag mal so, Level 18 beim Rohstoffabbau. Wenn ich erstmal soweit bin und den Versandauftrag abhake mit dem 10 Golderz. Und ich bin auf einem guten Weg jetzt mit 67. Ich glaube, das können wir morgen abhaken, den Versandvertrag. Dann habe ich ja auch wieder jede Menge Geld. Das war, glaube ich, 5000 gebracht oder so. Dann kann ich mal gucken, wie teuer das nächste Haus ist. Und dann vielleicht ja schon mal umziehen. Lassen Sie mich durch.
Wie lange hält mein Feuerzauber noch? Ja, geht. Geht, geht, geht. Letztes Viertel ist angebrochen. Werde ich wahrscheinlich nicht mehr alle Ebenen schaffen, also bis Ebene 24. Aber ja, 22 sollte noch drin sein, je nachdem, wie viel ich kämpfen muss. Obsidian nehme ich natürlich auch einmal mit. Ich sollte vielleicht mal mich ein bisschen zur Wehr setzen. Habe ich das Gefühl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, das hat nicht wirklich geholfen. Dieses Zahnrad. Okay, so, jetzt ein bisschen Ordnung und Übersicht wieder. Ja, wie war das mit dem, ich käme noch bis in die nächste Ebene? Auf gar keinen Fall komme ich bis zur nächsten Ebene. Das hier ist nämlich die letzte. Jetzt reagiert die Hitze. Und ich nehme jetzt noch so viel von dem Gold mit, was hier liegt, wie ich kann. Auch wenn ich noch einen Trank habe. Den will ich jetzt um 10 Uhr abends nicht mehr verschwenden. So, das war alles an Gold hier an der Stelle. Hier können wir aber noch... Nein! Ach, schade. Ich habe gehofft, ich würde den Angriff noch ausführen können und die 3 Goldvorkommen einsammeln können. Aber na gut, dann gehen wir halt mit 100. Exakt so viel Gold, wie wir brauchen. Perfekt. So, da sind ein paar Aschefalter. Ich glaube, ich habe... Moment. Habe ich mich schon mal mit dir angefreundet, Steinkrabbe? Wahrscheinlich schon, aber... Nee, habe ich nicht. Ha, sehr gut. Ciao. So, dann auf nach Hause. Und wir werfen die 100 Golderz in die Schmiede. Morgen kann ich mein Haus ausbauen, Haus ausbauen, Haus ausbauen. Ist zumindest mein Plan. Ja, ich nehme 12 Goldbarren, warum nicht? Ja, 84 Diamanten sind trotzdem nicht so übermäßig viele. Habe ich nicht noch einen einen Feuerschutztrank im Lager? Hier. Nee, nur die ganzen anderen. Bienen im Glas? Habe ich zufälligerweise Bienen im Glas? Hat jemand Bienen im Glas gesehen? Nee, habe ich auch nicht. Gab es einfach nicht als Belohnung. Gut. Dann bin ich bereit fürs Bett. Ich habe eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte. Ich bin sehr gespannt, was hier morgen wächst. Ich hoffe sehr, dass da morgen etwas wächst. Irgendein neues kleines Blümchen. Zwischen Gelb, Grün. Oh Gott, ich sehe schon eine gelbe Tulpe kommen. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich hoffe auf eine gelbe Zinie, aber ich bin mir nicht mal sicher, ob es die überhaupt gibt, ehrlich gesagt. Wer weiß, wer weiß. Ja, bis nach oben komme ich jetzt eh nicht mehr. Das ist einfach, das ist wirklich eine Rümpelkammer, oder? Steht völlig wild alles irgendwie im Zimmer. Naja. Es regnet nochmal. Es ist nichts... Nö, ach Manu. Es ist nichts Neues gekommen, entstanden? Das ist ja ein bisschen traurig. Die Goldbarren sind immer noch in der Produktion? Krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann
pflücken wir doch mal die Blumen hier. Ja, und die hier meinetwegen auch. Ist in Ordnung. So. Wie viel habe ich da inzwischen? Ich werfe mal alle rein und dann können wir ja uns anschauen, was die Zahlen sagen. 38. Ich will auf 50 gehen. Wir haben noch bei keiner 50. Okay, gut. Das wird noch eine Weile dauern. Macht ja nichts. Kümmern wir uns um Magic, Nack und Schnuffelchen. Achso, ich will die Henne manchmal einfach streicheln. Bürsten. Streicheln ist ja gut. Bürsten ist bei den Federn keine so gute Idee. So, ich hoffe, ihr hattet alle bislang jetzt ein schönes Jahr 2023. Ich meine, so viele Stunden hat das Jahr jetzt auch nicht mehr, wenn ihr das Ganze direkt zum Release schaut, als dass sich da jetzt noch das gesamte Jahr ändern könnte in den wenigen Stunden. Aber man weiß ja nie. Und ich hoffe, dass ihr auch einen schönen Start ins neue Jahr habt. Ich bin ja selbst jemand, der gerne einen Neuanfang oder irgendwie neue Projekte, Ziele, wie auch immer man es nennen mag, einfach anfängt, wenn für mich der richtige Moment ist. Aber natürlich ist das neue Jahr oder der Jahreswechsel an sich auch immer ein guter Zeitpunkt für viele, sich da neue Vorsätze zu überlegen und Ziele fürs nächste Jahr. Ich finde, also für mich persönlich funktioniert das besser, wenn ich das einfach mache, wenn ich selber gerade mental eben Lust auf die neue Sache habe oder die Veränderung, was auch immer es sein mag. Ich weiß ja nicht, wie ihr da so seid. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Nochmal eine Kirsche. Yes. Oh Gott, wo waren meine andere Kirsche? War die hier unten? Nee, Moment. Nee. Kirsche war natürlich oben. Das da müsste... Ja, das ist sie. Sehr gut. Okay, Kirsche. Wunderbar. Okay, hätte nicht damit gerechnet, dass da jetzt eine Kirsche nochmal entsteht. Aber ich beschwere mich nicht. Ist das hier? Nee, das ist das Mutierte. Ich wollte gerade sagen, ist das irgendwie vergammelt? Das sieht so braun aus. Das kann nicht mehr gut sein. Aber egal, ob ihr jetzt wegen des neuen Jahres neue Vorsätze habt oder eben auch einfach, weil ihr gerade an einer Stelle im Leben seid, wo ihr neue Fortsätze haben wollt, finde ich es immer einen guten Zeitpunkt. Wenn man das auch so kalendarisch festhalten kann. Also ich bin da durchaus so ein neuer Monatsanfang, neue Woche oder so. Da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Komm schon. Ich hasse diese linke Ecke. Ich werde, glaube ich, einfach nur deswegen Luna eines Tages verkaufen, um dann diese linke Ecke immer freizulassen. Weil ich glaube, das könnte man hier ja festlegen, oder? Wenn ich jetzt da unten den Platz fülle, dann wäre doch Luna woanders. Bilde ich mir ein. Warte mal, habe ich mich mit dir schon mal angefreundet? Ich glaube nämlich nicht. Hat gerade noch so geklappt, nachdem ich ihn kurz erschreckt hatte. Okay, wir können nach Hause. Moment. Ja, doch, ich gehe nach Hause und wir sammeln das Gold ein. Ich hoffe, dass es jetzt fertig ist. Und dann können wir den Versandauftrag abhaken. Und uns angucken, was ich an Ressourcen brauche für den Hausausbau. Ja, sehr schön. 10 Goldbarren. Was sagt Aspen denn? Sind wir da eigentlich? Da sind wir durch, ne? Jobaufgaben, ja. Nur bei den Erfolgen halt nicht, weil ich noch nicht 50 verschiedene behagliche Gegenstände hergestellt habe. Hey.
Moment, Hausausbau. Schreinereidienste, Zuhause verbessern, das Heim. 3 Eisenbahren und 3 Eichenbauholz. Und wir können es uns mit den 5000 aus dem Versandvertrag nicht leisten. Alles klar, kein Thema. Bist du neu? Ich kenne dich gerade gar nicht als Tierchen. Ist, glaube ich, ein Sommertier, oder? Die Nette. Ciao. Nein, ich will doch nicht mit dir reden. Eine Zikade. Ja, hatten wir schon häufiger. Okay, so. Versand. Verträge bitte einmal abhaken. 10 Goldbarren. Bitteschön. Yay, 7000. Ich brauche ja nur 8000 fürs nächste Haus. Ja gut, dann muss ich in der Zwischenzeit irgendwie anders noch an mein Geld kommen. Ich finde ja polieren wirklich gar nicht so doof. Problem dabei ist, ich habe halt nicht so viele Edelsteine und dann sind die weg. Ich will doch nicht, dass das weg ist. Es muss alles aufgehoben werden. Das kann auf jeden Fall mal weg. Okay. Essen verkaufen ist natürlich auch eine Option. Wobei das nicht so mega viel bringt. Die Tränke bringen recht viel und das Landbrot ist auch lukrativ. Küsteneintopf. Meeresfrüchte-Spaghetti sind auch sehr wertvoll. Okay, okay, Meeresfrüchte. Meeresfrüchte, Brot oder eben Trank, ganz allgemein. Ich guck mal kurz. Brot, Brot, Brot können wir wahrscheinlich nicht herstellen, weil mir das Mehl doch etwas fehlt und die Butter. Okay. Da kommt eigentlich nicht schon Butter rein. Naja, gut. Meeresfrüchte, Spaghetti haben wir hier. Da fehlen die geschnittenen Meerestiere. Und da käme auch Mehl rein und Käse. Was war das andere? Fisch? Fisch irgendwas. War es das? Fisch und Gemüse? Nee, Küsteneintopf. Der Küsteneintopf war es. Bitte, bitte, bitte. Das da. Aufgeschnittene Meeresfrüchte, geschnittene Meerestiere. Ja, diese geschnittenen Meerestiere. So viele Kalamare habe ich noch gar nicht überhaupt gesammelt, dass ich die haben kann. In dem Maße. Wie sieht es denn bei mir mit dem Getreide aus? Ich kann noch ein paar Nuggets herstellen. Machen wir das mal. So. Zack, einmal nehmen. Dann haben wir hier die geschnittenen Meerestiere. Bin ich bereit zu investieren. Butter finde ich auch wichtig. Ach so, man braucht 2 mehlig für einmal Butter. Deswegen geht das nicht auf. Ja, ja, so her, aber warum kann ich nicht genau auf 70 machen? Ja, deswegen. Deswegen natürlich. Okay, geschnittene Pilze. Ja, da habe ich eigentlich mehr als genug. Aber wir können ja trotzdem mal welche herstellen. Geschnittenes Obst. Okay. Jetzt kann ich hier Küsteneintopf machen. Und auch gar nicht so wenig. 2. Ach so. Mir fehlen die aufgeschnittenen Meeresfrüchte. Moment, aufgeschnittene Meeresfrüchte. Daran sollte es nicht scheitern. Ich habe doch Muscheln.
mittelregelmäßig gesammelt. So, jetzt aber Küsteneintopf können wir herstellen. 6 Stück. 4. Ah, geschnittenes Gemüse. Es fehlt einfach immer an irgendwas anderem, ne? Es ist furchtbar. Geschnittenes Gemüse. Da hätte ich doch hier recht viel mit dem Flammenherz. Da sogar noch mehr. Wäre auch geschnittenes Gemüse. Mache ich. Wenn das das gleiche geschnittene Gemüse ergibt, warum nicht? So, jetzt aber. 4 Stück. Wie viele kriege ich insgesamt hin? 6 Stück, ja. Tatsächlich, weil Fischfilet ist natürlich nicht mehr geworden. Die sind weiterhin bei den 20 und die geschnittenen Meerestiere mit 18 ebenfalls. Okay, 6 Stück bitte mal herstellen. Bin ich jetzt mal einfach dekadent bereit zu investieren. Aber warum? Was willst du denn hier? Läuft hier einfach über meine Farm. Wer hat ihm das denn erlaubt? Ich will mal kurz gucken, was bei den Kochaufgaben ansteht. Wäre jetzt natürlich richtig toll, wenn das genau die Sachen sind, die ich eigentlich hätte kochen sollen. Aber solange ich das Gemüse nicht ernte für meinen Gemüseauftrag, kann ich ja auch andere Jobs annehmen. So. Fünf Mahlzeiten mit Meeresfrüchten. Das ist doch genau das. Hoffe ich. Ich nehme es mal kurz an. 5 Mahlzeiten mit Meeresfrüchten. Ich produziere gerade 6. Das sollte das doch sein. Und ich würde die dann halt eiskalt verkaufen. Ich habe mich mit dir noch nicht... Oh, ich habe dich, glaube ich, auch noch nie gefangen, oder? Es ist egal. Egal, wofür ich mich entscheide, ich brauche sie so oder so 2-mal. Aber du bist hübsch. Wieder die Nette. Sehr, sehr hübsch, die kleine Libelle. Vielleicht hatte ich sie ja auch schon mal gefangen. Es sind inzwischen so viele Tierchen, dass ich mir das nicht mehr gut merken kann. Aufgabe abgehakt. Perfekt. So muss das sein. Leider kein Bäckersdutzend dazu bekommen. Aber ich habe sehr effizient gekocht. Ach, ich will immer zu früh abbiegen. Bei Cinder sind wir durch, ne? Da habe ich auch Obsidian und so alles schon poliert und abgegeben. So. Abholen. Bereite 5 Kuchen zu. Ja, nehme ich mal an. Tipp, 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 tipp. Immer kurz nachgucken, dass man das auch wirklich als Aufgabe angenommen hat. Dann laufe ich einmal rüber zu Cinder und frage ganz lieb nach. Wie sieht es bei dir aus? Ja, Jobaufgaben komplett erledigt. Alles durch. So. Landbrot fand ich jetzt nicht schlecht mit 110. Und die Küsten hier, Küsteneintopf mit 168, finde ich auch nicht schlecht. Dup, 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 dup. Investiere ich auch komplett. Fischspieß bringt nicht so viel. Dämmerungssalat ist auch nicht schlecht. Meeresfrüchte, genau, Meeresfrüchte-Spaghetti ist das, was richtig viel Geld bringt. Habe ich noch was? Nee, die Spieße sind auch nicht super wertvoll. Studentenfutter und so auch nicht wirklich. Fisch und Gemüse vom Grill für 112. Ja, gebe ich auch noch aus. Ich habe davon viel zu viel. Dann sieht jetzt mein Inventar nicht mehr ganz so zugemüllt aus. Wir können das hier mal kurz
verschieben. Habe ich noch mehr Gerichte? Nee. Aber wenn ich das alles hier jetzt schön auf 2 Zeilen verteilt habe, gefällt mir deutlich besser. Für einen Kuchen brauche ich wahrscheinlich, krasse Vermutung von mir, Mehl. Und Mehl habe ich nicht. Obstkuchen beispielsweise, geschnittenes Obst fehlt da. Rundes Fladenbrot, da fehlen noch Sachen, die ich einfach nicht habe. Obstkuchen, geschnittenes Obst. Mehl, was ist hier luxuriös? Ei kommt da noch rein. Ei und Mehl und so. Auflauf. Haben wir noch anderen Kuchen? Fallen Krabbenküchlein da rein? Bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, anderen Kuchen haben wir nicht. Was ist das hier? Einfach Obstsalza. Okay. Ja, ich würde den normalen Obstkuchen herstellen. Dafür muss ich einfach nur ein bisschen Obst schnibbeln. Ich habe hier Äpfel, ein paar. Nein, 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 nein. Ich wollte nicht alle sammeln. Moment. RT, abbrechen. Upsi. Wenn man aus Versehen nach links klickt und dann mehr produziert, als man eigentlich überhaupt jemals hätte produzieren wollen. So, jetzt bitte einmal gucken. Obstkuchen. Würde ich einfach nur einmal einen herstellen, um zu gucken, dass der zählt für die Kuchengeschichte. Ich will jetzt ja hier nichts Falsches backen. Granola-Riegel. Num, num, num. So ein leckerer Müsli-Riegel. Mag ich. Zählt. Okay. Dann brauchen wir noch 4 Obstkuchen. Tovabohu-Kuchen wäre auch eine Option. Dann braucht man nur gemischte Beeren. Aber ich habe genug Obst. Butter habe ich nicht genug. Ich muss nochmal Butter herstellen. Krass, wie viel Butter man braucht. Und Butter ist halt auch einfach unglaublich teuer. 2 Milch für eine Butter. Kochen Level 16. Moment. Ich bin schon durch. Sehr gut. Dann werfen wir den Rest doch mal schnell ins Inventar. Butter, das, das und auch die Getreidenuggets. Aber für irgendwas brauchte ich Getreidenuggets. Wenn ich jetzt noch wüsste, wofür. Also statt Mehl. Da war doch irgendwas, wo ich Getreidenuggets reinwerfen muss. Und ich dann dachte, ja, muss ich unbedingt welche aufheben, anstatt alle zu Mehl zu verarbeiten. Habe ich mir so gedacht. Da. Getreidenuggets für Meeresfrüchte Curry. Mhm. Und hier auch Fischcurry. Routinierter Angler und bessere Einzielleistung. Okay, das ist gar nicht so doof. Ich sollte vielleicht den Kuchen auch einsammeln. Und hier gab es auch was für Getreidenuggets. Achso, nee, Mehl. Ja, genau. Stimmt, da war ja was. Dann verkaufe ich jetzt noch die restlichen Leckereien, die ich habe. Aber vorher möchte ich die nächste Aufgabe mir anschauen. Dip. Kochen. So, sammle 8 Bergbeeren, Pilze und Blattgemüse. Ja, das nehme ich tatsächlich sehr gerne an. Den Kram einsammeln finde ich immer gut. Es wird spät.
Ja, Obstkuchen bringt 230, das ist richtig schön. Wir können uns auf jeden Fall die Verbesserung des Hauses leisten. Dann geht's mit einem schönen großen Haus ins neue Jahr. Auch wenn es hier bei Fay Farm nicht wirklich ein neues Jahr wird. So, das kommt direkt weg. Die Belohnung interessiert mich wirklich gar nicht, was man da so bekommt. Okay, hier ist noch eine Kartoffel, die sich nicht verwandelt hat. Eventuell ist es morgen schon soweit und ich habe das Gemüse fertig. Dann gehe ich einmal und sammle den Kram, damit ich das beim Koch abgeben kann. Nehme dann die Gemüseaufgabe an und ernte dann erst mein Gemüse. Eine neue Aufgabe mit einem Herzchen. Könnte sie von Jack sein? 3.900. Moment, die Details will ich mir angucken. Alles unter Sonstiges. Ja, es war wirklich nicht verkehrt, den Kram zu verkaufen. Sehr schön. Mit 11.000 Florin lässt sich doch auch das größere Haus gut rechtfertigen. Neue Blume und sie ist natürlich grün. Welche Farbe sollte sie sonst haben, nicht wahr? Welche Farbe sollte sie sonst haben? Wächst eine Tomate. Reicht jetzt nicht mehr. Aber so wie das aussieht, sind die Sachen fertig. Zack. Yep, alles fertig. Okay. Das heißt, ich pinne mir einmal an, was ich sammeln muss. Bergbeeren, Pilze oder Blattgemüse? Bezieht sich alles auf die vereiste Hochebene? Fragezeichen. 8 Bergbeeren, das ist ja kompletter Quatsch eigentlich, sich da überhaupt Mühe zu machen. Da ist doch alles voll hier. Das ist einfach nur, damit man sie nicht von Anfang an abhaken kann, oder? Frostdragini, hatte ich denn eigentlich schon mal eine gefangen? Das ist auf jeden Fall ein neues Tierchen. Das sieht ja mega süß aus, der Buddy da. Der hier. Hihihi, den will ich als erstes einmal fangen. Ja, er hat sich natürlich hinter seinem Dings versteckt hier. Alpenzapfenkrebs. Warum ist das jetzt ein Krebs und kein Buddy? Naja, gut. Komm her, Frostdragini. Oh. Ja, wenn man Frösche einmal aufscheucht, war es das echt. Da muss man dann schon. Ja, die schwebt jetzt da oben. Na gut, okay. Wow. Das ist jetzt wirklich nicht die Riesenaufgabe gewesen. Ich sammle aber trotzdem noch ein bisschen Pilze und den Feldsalat vor allem. Ja, und offensichtlich noch ein paar Frostdisteln. Ist okay. Raste aus. Ich will doch nur den Pilz. Das hängt ein bisschen fest. Kein Problem. Der Steinbrocken da hinten. Da ist noch eins. Moment. Muschel zücken. Und musizieren. Haben wir direkt abgehakt. Perfekt. Grün haben wir auch noch nicht. Die grüne Libelle. Bin ich mir relativ sicher. Nee, hatten wir schon. Ciao. Ne, andere Seite. So. Dip, 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 dip.
Dann geht's in die Weststadt und wir haken die Mission bei August ab. Habe ich mich mit dir schon mal angefreundet? Nein, habe ich mich noch nicht. Ciao. Ich hoffe aber, dass ich den Schmetterling an sich durchaus schon hatte. Denke schon. So, Jobaufgabe. Abhaken. 5 Mahlzeiten zu, die deine Leistung steigern. Ja, okay. Kein Problem, mache ich. Mache ich gerne. Aber nicht jetzt. Extra nicht angenommen, denn jetzt nehmen wir erstmal bei Holly den Gemüsejob an. Damit wir hier mal vorankommen. Ich pinne ihn mir auch direkt wieder an, dass das nicht automatisch passiert, wenn man die Quest annimmt, ist schon komisch. Gab es eigentlich nochmal neue Bäume? Nö. Okay. Einmal Schnuffel und Magic Nug natürlich verpflegen. Ja. Komm her. Ihr werdet auch noch gefüttert, keine Sorge. Ach, jetzt rennen sie mir hinterher. Macht nichts. Ist okay. Hui! Aufgabe abgehakt. So schnell kann es gehen. Und wir haben eine Zwiebel. Nee, nee, Angel ist nicht das Richtige. Dass hier diese Anzeige so kaputt ist. Furchtbar. So, gegossen. Moment. Hier, gegossen habe ich euch alle schon. Okay. Gut, dann füttern wir einmal die beiden Kleinen. Und ich muss natürlich die Zwiebel direkt einmal ansetzen. Die ist jetzt ja neu dazugekommen. Hier, Zwiebelsamen. 3 Stück bitte. Ja, jetzt haben wir auch wieder Milch und Wolle. Und jetzt darf ich dich auch nicht mehr bürsten. Das Inventar ist voll. Deine Belohnung wurde in den Lagerschuppen geschickt. Perfekt. So will ich das, ehrlich gesagt. Kein Stress. Da soll sie doch sowieso landen. Ja, bevor wir jetzt nach unten rennen, gebe ich das doch lieber einmal im Schuppen auch ab. Ist vielleicht ein bisschen was zusammengekommen. Uah, 100 von den Noten. Verschieben wir einmal nach oben. Okay, neues Bäumchen gibt es nicht. Wir haben auch nicht mehr viele hier drin. Ja, ich brauche vielleicht doch mal die Bienen im Glas. Ach nee, nicht zu August, sondern zu Holly geht's ja jetzt. Jobaufgabe. Ich nehme sehr gerne den Wildsalat. Verdiene 40 Florin mit dem Verkauf von Gemüse an einem Tag. Nehme ich an. Verdiene ich mir. Ach so, ich habe kein Gemüse dabei. Ich habe es auch aktiv, ja. Moment. Kurz nachgucken. Ja, gut. Gut. Ich meine, 40 Florin, das hat man ja dann jetzt auch recht fix wieder drin. Karotte würde ich aber, ja, würde ich jetzt erstmal auch nicht mehr anbauen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich ja jetzt genug. Ja, 52. Wie viel kriege ich da? Och Gott. 23 pro Karotte. Das heißt, ich soll 2 Karotten verkaufen, oder was? Ich bin dekadent, ich verkaufe 12. Und vorher säe ich noch schnell die Zwiebeln hier aus.
Soll ich es ansprechen, dass es jetzt... Ach so, ja, wegen der Aubergine geht es nicht mehr auf. Ugh. Naja, gut. Aber ich habe ja jetzt... Da habe ich die Karotte doch wieder hier reingeräumt. Unter K wie Karotte. Wir sind unter bei G. Da war es doch. Zwei Stück bitte. Ich wollte eigentlich nicht zum Schuppen. Ich wollte hier hin. Aber... Oh Gott, weiß ich jetzt noch, was ich brauche? Ich brauche drei Eisenbarren fürs Haus. Und irgendein Holz. Ich mache das ganz einfach. Ich schieb mal von allem etwas rüber. Hier, das noch und das noch. Wir gucken mal, vielleicht reicht das, was ich dabei habe, ja? Ich weiß leider echt nicht mehr, welches Bauholz verlangt wurde. So. Schreinereidienste, bitte. Ich würde gerne dieses Zuhause verbessern. Eichenbauholz. Ja, kaufen wir. Yay, wir können zwei weitere Zimmer hinzufügen. Brauche ich dringend. Dringend. So, wo ist denn Jack eigentlich? Ist er wieder im Elfendorf? Nee. Ich sehe ihn nicht. Hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen? Hat er sich gesagt, nee. Nee, es reicht mir jetzt. Ja, also wenn da nicht plus 1 dabei steht oder halt plus x, dann sind die auch nicht mehr, Leute. Ja, wir wissen nicht, wo er ist. Ganz neutral gesagt, Jack ist nicht da. Jack ist einfach nicht da. Ich warte jetzt noch einen kurzen Moment und dann gucke ich nochmal auf die Karte. Wo könnte er denn sein? Oh, am Strand. Hier unten. Da. Ganz einsam. Da habe ich einfach den Kopf gar nicht gesehen. Ich wusste doch, dass du nicht weg bist. Momentchen mal, das sind doch neue Tiere. Nee, sind sie nicht. Aber neue Tiere für meine Muschel auf jeden Fall. Die Einsiedlerkrebs. Aber jetzt verstehe ich auch, warum sie Krebse heißen. Allerdings frage ich mich umso mehr, warum sie Buddies im Feenreich heißen. Naja, gut. Wird schon seine Gründe haben, das Ganze. So, Jack. Hi, Lumi. Hast du dich schon mal mit den Bäumen unterhalten? Wenn du genau hinhörst, wirst du feststellen, dass sie eine Menge zu erzählen haben. Kandiertes Obst hätte er gern. Ja, so siehst du aus. Faul am Strand rumsitzen. Ich muss sagen, dieses Hinterherrennen bei Jack sorgt ein bisschen dafür, dass ich dann doch das Interesse sehr stark verliere. Das ist so, das letzte Date ist Ewigkeiten her. Alle anderen geben mir das Gefühl, dass sie mich deutlich mehr mögen als Jack und dementsprechend, also als Jack mich mag, dementsprechend habe ich irgendwie auch nicht mehr so die Motivation, da Jack so großartig hinterher zu rennen und die ganzen Geschenke zu geben. Das lässt dann halt auch langsam nach. Ich verteile mal die Tierchen im Haus und besuche meine Feentiere. Habe ich da etwa wieder was vergessen? Nein, ich doch nicht. Das würde mir nie passieren. Feentiere habe ich keine doppelt. Frostragini ist neu tatsächlich. Hier haben wir ein paar und das war's. Okay. Achso, ja, da ist nichts Neues dazu. Dann ab ins Feenreich. Es tut mir sehr leid, ich hätte sie schon fast wieder vergessen. Dabei sind vielleicht sogar meine Pflanzen fertig auf dem Feenacker. Ich glaube, die brauchen noch ein paar Gießvorgänge. Ja, die sind noch nicht fertig, aber die wollen natürlich auch gegossen werden. Kann ich verstehen. So, ihr Kleinen.
Habt ihr schon gedacht, ich würde mich gar nicht um euch kümmern, nicht wahr? Nein, nein. Das wird nicht passieren. Kann man sich im Menü anzeigen lassen, wie es mit den Jobs aussieht? Fertigkeiten und Werkzeuge. Ja, bei den Werkzeugen fehlt mir noch die Sichel, ich weiß. Aber hier sieht man aber auch nicht den Fortschritt mit der Angel und der Muschel und dem Netz. Beziehungen, Verlies, Almanach. Nee, man sieht nicht, welche Jobaufgaben noch offen sind. Wenn ich mir das so angucke. Finde ich ein bisschen schade. Weil, also, es kommt der Punkt, da kann ich mich einfach nicht mehr dran erinnern, was ich alles gemacht habe. Und dann wird natürlich ganz schnell eine Jobaufgabe vergessen. Wie beispielsweise dieses baue 50 unterschiedliche Holzdekorationen. Aber waren das behagliche Dekorationen? Das ist dann ja auch gar nicht. Das ist ja dann auch gar nicht das hier. Die Deko ist ja gar nicht behaglich. Sondern es bezog sich dann schon auf die richtigen behaglichen Sachen, die man im Haus bauen kann. Ein Geschenkstapel, wie cool. Bisschen zu spät, aber sehr cool. Laubwagen. Ah, jetzt möchte ich gerne diesen Baum bauen und dazu den Geschenkestapel. Fände ich schön. Okay, ich gehe noch mal kurz ins Haus und schaue noch mal wegen der behaglichen Deko. Hier gibt es doch, das sind doch keine 50. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja gut, wären sogar mehr. Aber hat ja auch nicht jeder unbedingt das Holz. Aber ich habe erst 20 gebaut. Das stimmt halt nicht. Ich habe ja hier schon alle gebaut. Aber das sind die gemütlichen Möbel. Und ich glaube, damit sind... Also das ist das, was damit gemeint ist. Die behaglichen Möbel. Es geht schon um diese Möbel. Vermute ich. Okay, zweimal polierten Obsidian und halt einfach mehr Gold. Ich habe halt kein Gold. Aber zwei polierte Obsidian, das geht. Das kriege ich hin. Dann können wir uns den Kamin noch hinstellen. Zwei Stück machen wir schön hintereinander, so wie es sich gehört. Ja, ich überlege jetzt, ob ich noch ein bisschen mehr kochen soll fürs Geld. Aber eigentlich will ich dafür erstmal... Ja, dafür will ich erstmal die Aufgabe mit dem Gemüse abhaken und bei August dann die Kochaufgaben parallel machen. Das finde ich besser. Ist mir jetzt auch schon wieder zu spät, um noch loszugehen in die Brandhöhle. Die Tierchen hüpfen ins Bett. Sehr vorbildlich. Ich bin geduldig. Ich bin geduldig. Jetzt sei doch endlich fertig. Ach Gott, es fehlt noch ein Drittel. Was brauche ich denn für Bienen im Glas, wenn ich das sowieso herstellen muss? Oh Gott, die ganzen neuen... Rezepte auch. Ach du Schande. Mittlerer Windtrank. Ja. Für das Spiel benutze ich zu wenig Tränke. Ich verstehe es. Ich verstehe es ja. Auch der Glückstrank beispielsweise. Chance auf kritische Treffer und zusätzliche Ressourcen beim Ernten. Sollte man sich durchaus mal genehmigen. Ist jetzt auch alles nicht super teuer, was man dafür braucht. Aber nö, ich spare es mir lieber. Oh. Man braucht auch eine Arbeitsbiene, um das herzustellen. Ach, gut. Dann mache ich doch mal ein kleines Glas mit Bienen, bevor ich meine letzte Arbeitsbiene hier reinstecke. Das ist doch gar nicht verkehrt. Und dann können wir im neuen Jahr mit Bienenstichen starten. Und damit meine ich leider nicht den Kuchen. Gelb und Grün scheint sich nicht gut zu verkreuzen. Ich dachte vielleicht... Hä? Warum war das Menü offen? Ich dachte, vielleicht könnten wir
Ich hole das hier mal kurz zurück. Vielleicht könnten wir uns drum kümmern. Nee, den können wir nicht in die Mitte stellen. Ich sag's, wie es ist. Der muss hier an den Rand. Tipp. Ganz ehrlich gesagt, zurückholen. Der kommt hier ganz in die Ecke. Fetter Kamin. Was habe ich jetzt alles abgebaut? Das hier. Und das Bücherregal. Und die Kugel hier. Mehr war es hoffentlich nicht. Den Tisch habe ich noch, die Anrichte und den Hocker und das Bücherregal habe ich auch noch. Ja, ich bin auf die nächsten Zimmer gespannt. Dann haben wir Platz. Und dann kann ich auch mal einfach so Stühle um den Tisch drumherum stellen und sowas. So diese kleinen Details, wisst ihr, das wäre, glaube ich, echt nicht verkehrt, wenn da Möglichkeiten sich auftun würden, die Sachen etwas sortierter hinzustellen. So, das Glas mit Bienen ist fertig. Freut mich, freut mich. Das kommt dann aber morgen erst zum Einsatz, also nächstes Jahr, nicht mehr heute. Ich muss sagen, ich bin eigentlich soweit zufrieden. Soll ich mal gucken, kandiertes Obst? Wie teuer wär's? Kann ich das einfach so herstellen? Kandiertes Obst kostet 2 Honig. Honig müsste ich hier machen. Oder nicht? Nee, das ist nicht richtig. Hier unten? Ist okay, bin ich bereit zu investieren. Ich brauche mehr Bienen. Wir müssen im neuen Jahr unbedingt in die Bienenzucht investieren. Das stimme ich auf jeden Fall zu. Dann können wir hier jetzt einmal kandiertes Obst herstellen, was zu lange dauern wird, um es noch an Jack zu verschenken, schätze ich. Die Zeit ist unerbittlich. Lauf! Ach Gott, häng doch nicht überall fest. Lauf! Gott, ey, mit der Ladezeit, die gleich noch auf mich zukommt. Aber sollte gehen. Ja, kein Problem. Tipp, vorausgesetzt, er sitzt hier natürlich. Bitteschön. Er freut sich nicht mal mehr. Er freut sich nicht. Habt ihr das gemerkt? Da kamen keine Herzchen, kein Pling, kein Ach cool, danke, sondern einfach nur so ein kurzer kleiner Text mit Ach schön für mich. Ich glaube, Jack ist einfach mit seinen Bäumen verheiratet. Naja, und ich mit der Dame da hinten mit Pyria. Ich rede mal nochmal mit ihr. Hallo Lumi, du bist so süß, Sonnenschein. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Pyria ist mega lieb. Ich will ihr nicht das Herz brechen. Aber warum zum Henker sind wir in einer ernsten Beziehung, ohne dass ich das wollte? Nur weil ich auf, keine Ahnung, 80 Dates mit ihr gegangen bin? Aus Versehen? Heißt das doch nicht, dass wir schon in einer ernsten Beziehung sind. Also, das müssen mindestens 100 Dates sein, bevor das was Ernstes ist. Ach ja, eine Märchenfee hätte sie gerne. Und natürlich Zitrin in der romantischen Aufgabe. Nee, Schattenfee. Nee, kriegst du von mir aber nicht. Ja, wir werden Pyria im neuen Jahr das Herz brechen. Es tut mir so leid, ich möchte dich einfach als Freundin behalten. Wirklich, ich mag dich doch. Außerdem finde ich es irgendwie süß, dass sie mich Sonnenschein nennt. Mit meinen goldenen Flügeln und so. Im Kontrast zu ihren, meine ich. Na gut, na gut, na gut. Da sitzen sie alle. Alle meine Liebschaften. Galan ist hier unten. Schön, dich wiederzusehen.
Da passiert immer was, wenn ich mit denen rede. Da ist mein Pling und die Werte steigen. Aber bei Jack habe ich das Gefühl, es ist eher negativ, wenn ich mit ihm spreche. Vielleicht sollte ich ihm wieder ein bisschen Abstand geben und ja, seinen Freiraum leben lassen mit seinen Bäumen. Ich hoffe, euch hat die Folge heute wieder gefallen. Ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und wie gesagt, schreibt mir gern mal eure Pläne so in die Kommentare. Und habt noch eine schöne restliche Zeit, guten Rutsch. Und falls ihr das Ganze eben im neuen Jahr seht, natürlich auch frohes Neues, was man sich so alles wünschen kann. Ich wünsche euch wie immer eine fantastisch schöne Zeit. Tschüss, ihr Lieben.